ship! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first deck. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! Ja, hoho, hier wieder beim Quali und bei Blood Bowl 2. Wir spielen wieder mit der Nerd Bowl Chaos Squad. Diesmal gegen ein anderes Chaos-Team, gegen die Savage Crushers. All organizational details have been settled. The match can begin. Auf jeden Fall. Jo. Bin mal gespannt, das andere Chaos-Team. Jim, I'm so excited. But let's keep it together, Bob. At least until the first death. Let's play Blood Bowl! Yep. Ich bin so aufgeregt. Ah, welcome back, sports fan. Wollen wir diesmal empfangen, oder? Ich mache ja eigentlich immer Verteidigung zuerst. Aber gegen anderes Chaos-Team wäre vielleicht empfangen auch nicht schlecht. Dürfen wir zuerst hauen. Ich glaube, wir machen mal empfangen zuerst. Das ist so ein bisschen eine Umstellung für mich. Oh, es schneit auch. Das heißt, unsere Go-For-Its sind schwerer durchzuführen und noch irgendwas. Und es sind nur schnelle oder kurze Pässe möglich. Aber was anderes werfe ich sowieso nicht mit meinem Team hier. Okay, ja, gut. Er hat die Chaoskrieger hier noch vor. Er hat einen Oger. Okay, er ist ein Starspieler. Was kann der denn Tolles hier? Dummkopf ist gut, okay. Knochenbrecher ist nicht so geil. Nerven aus Stahl, okay. Mitspieler werfen, das wird er beim Chaos-Team nicht so... Obwohl, Moment. Grotti. Noch ein Starspieler. Eieiei. Die müssen ja Knete haben hier, ey. Alles klar. Na gut. So, hier werden wir hauen können... Dann haben wir denn noch einen Chaoskrieger irgendwo? Ne, haben wir nicht. Das heißt, der muss nach außen. Damit wir den hier umhauen können. So, dann... Den Koriminus stellen wir nach außen. Und den Engai auch. Backfisch in die Mitte, um den Ball zu empfangen. So, der Beru. Komm in die Mitte. Du musst vorne in die Mitte an die Linie. Und da hat er gesagt, er möchte links, weiter links in der Mitte spielen. Deswegen stellen wir ihn mal noch da. So, was haben wir denn hier? Wir haben noch auch irgendjemanden mit Blocken schon, oder? Der Mischka hat mehr Agilität. Das heißt, den stellen wir mal nicht in die Mitte. Und hier ist der Umbreon. Ah, hier können wir noch den Plastiklöffel einsetzen, anstatt dem Umbreon. Das werden wir auch mal machen, weil der Umbreon ist ja verletzt. Auf den müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Na komm. Jim, did you know that some cheerleaders get paid more than the players? Is that a fact, Bob? What? Well, it's a question of what the fans are looking at. So, da liegen noch zwei Tiermenschen auf dem Feld. So, was haben wir denn sonst so noch hier? Ein Chaoskrieger, der nichts kann. Ein Chaoskrieger mit Blocken. Ein Chaoskrieger, der mehr Bewegung hat. Okay, der ist gefährlich. Nichts bei dem Tiermensch, nichts bei dem Tiermensch. Der hat Tackle, alles klar. Den geht uns eigentlich auch nicht sonderlich. So, der hat auch nichts. Okay, und dann der Starspieler hier. Einzelgänger, ist klar, das haben glaube ich alle Starspieler. Ausweichen. Lebensmüde. Kleinwüchsig. Okay, der kann also auch nichts Besonderes. Bei dem war ich auch noch nicht fertig hier. Was hatte der denn noch? Robust. Und ja. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie die viele gekostet haben, aber das sieht nicht nach einer guten Preis-Leistung aus hier. Es sei denn, er möchte unbedingt mal mit Gobbus um sich schmeißen. So, wir bekommen einen extra Wiederholungswurf. Wahrscheinlich wegen unserem tollen Cheerleader, dem guten Onkel Ray. So, und dann fangen wir mal mit dem Schlagen hier an und hoffen, dass wir ein bisschen was reißen. Okay, das fängt schon mal schlecht an hier. Nur ein Schieben. Auf der anderen Seite nochmal dasselbe. Auch hier kriegen wir nur ein Schieben hin.
folgen. Es ist nicht gut, Leute. So, hier haben wir einen Einser nur. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, mit denen hier zu blocken. Oh, ey, das ist kein guter Start. Kein guter Start. So, folgen. Ah, immerhin. Immerhin gelähmt. Könnten auch das Team von Purple Tentacle sein hier, wenn man sich das anguckt. Okay, ja. Der hier gegen den. Ja, den kriegen wir auch. Komm, hau ihn aus der Latschen. Oh, schaden nicht. So, dann haben wir hier den Cartman, der hat Block. Alles klar. So, jetzt haben wir die Chaos-Krieger schon alle umgehauen. Das ist schon mal gut. So. Der Koali kümmert sich mal um den Starspieler. Wir schieben. Und folgen. Ein Geil. Immer nach vorne. Kuriminus nach vorne. Ist gerade ein bisschen schwer zu sehen, welcher Tiermensch jetzt von welchem ist. Gut, dass wir diese Ringe hier unten drunter haben. So. Backfisch, einmal bitte den Ball aufheben. The blessing of the Dogs of Chaos allows this player to pick up the ball. So, und machen wir einen Pass auf den Mischka? Ich glaube schon. So, ein bisschen Starspielerpunkte sammeln. Sehr gut. So, dann werden wir hier vorne mit dem Bero mal die Flanke wechseln. Er ist heute gut drauf, der Bero, ich merke das schon. So, und dann einmal mit dem Ballträger hier auf die Seite. Und dann geben wir ab an den Gegner. Es fühlt sich irgendwie komisch an, zuerst im Angriff zu spielen. Ich bin eher so der reaktionäre Spieler hier. Ich bin gespannt, was der Starspieler hier noch irgendwie drauf hat. Aber von den Stats her ist der nicht besonders geil. Also zum Goblin werfen, hä, weiß nicht. Okay, es hat Stärke 5, aber... Ich glaube, da wäre mit einem Minotaurus günstiger gefahren, wenn er sich denn das Spieler eingekauft hätte. This player likes to be well assisted in a fight. Schieben, okay. The domino effect in action. Ich hoffe auch, dass sie bei dem Spiel das so machen, dass sie... ja, sehr schön. Das geht der erste... Naja, er nimmt keinen Bürohnungswurf. Okay. Dass die auch Kommentare hinzufügen. Das haben sie in dem letzten Spiel ja mit den ganzen Updates auch mal ein bisschen gemacht. Das war ganz cool. So, der erste Starspieler geht jetzt mal über die Flanke hier. Ab, weg. Tschüss. Oh, so wahrscheinlich nicht. Immer diese Wiederholungswürfe ausweichen und wir bleiben natürlich stehen. May solve this problem of players being eaten by the crowd. Justified. So, hier sind die Chaoskrieger wieder aufgestanden. Die. Oh, Mist, das war ein Einsatzhunger. Und wir werden direkt bestraft. Der war nicht gut. Ah, dummer Koali. Übrigens, der Chosen hat mir über Skype geschrieben, dass er auch Blood Bowl 2 zockt und dass er Interesse hätte an einer Blood Bowl 2 Nordpol Liga. Also wenn ihr auch Blood Bowl 2 spielt, meldet euch doch einfach mal auf dem Nordpol. Und vielleicht kriegen wir das hin, dass wir eine Nordpol Liga machen. Apparently Wizards call that kinetic energy. Kann auch der Zwergenpaladin, falls er das Spiel besitzt, endlich mal zeigen, dass seine Zwerge wirklich besser prügeln als meine Chaos-Leute. Ah, das war schlecht eben. Das bringt uns jetzt richtig hier in Bredouille. Wir haben halt einen kompletten Zug jetzt verloren dadurch. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, den Goblin rauszuschmeißen. Das ist jetzt nicht so eine sonderlich coole Aktion. So, alle wieder aufstehen. Gott sei Dank ist er nicht an den Ballträger rangekommen. Das ist das einzig Positive an der ganzen Sache. So, hier hoch.
So, hau mal ein bisschen. Das werden immer noch Einserwürfel. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir sind schon unter Druck hier. Ich glaube, ich laufe hier mal hin, damit wir hier ein bisschen die Chaoskrieger freikriegen. Okay, bleiben stehen. Sehr agil. Komm, Samur, du kannst das. Aus den Latschen. Sehr gut. Okay, weil hier sind wir gerade ein bisschen stärker als hier. Deswegen würde ich sagen, dass wir mit unserem Ballträger mal hier reinblitzen. Oh, schlecht. Ich habe die Würfel gar nicht gesehen. Der haut uns immer noch aus der Latsche. Habt ihr die Würfel gesehen? Oder war das Go for it, was nicht geklappt hat? Das könnte natürlich auch sein. Das wäre extrem bitter, eigentlich. Weil wir dann wieder einen Doppel-2-Plus-Wurf verpatzen. Obwohl, die Go for it sind ja schwerer, weil es ist jetzt der Schnee. Ah nee, das war dann eine ganz blöde Idee von mir. Nö. Not so good. Okay. Alle aufstehen. Aufstehen. Und hier hinlaufen. Aufstehen. So. Jetzt ein bisschen prügeln. Ist die Assist gonna be enough to come out on top? Wir folgen. With fists flailing, he's following up, hoping to get the knockdown next time. Und einmal hier hauen. Haben wir... Nein, der Lestock hat noch keinen Block. Schade, schade. Folgen. Good call. Intimidation is the key. It was one of my strengths when I was... So. Backfisch kann den Ball wieder aufnehmen. Who could imagine that a... ich hab den schon wieder übersehen. Ich spiele heute irgendwie wie so ein... Ich bin nicht ganz bei der Sache irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. So. Der mal als Assist hier hinten. Oh, schon wieder durch die Tackle-Zone durch. Ich pass nicht auf. Ich muss. Aber es ist auch schwer, wie gesagt, hier die Leute auseinanderzuhalten. Ich muss mehr auf die Kreise achten. Leute, achtet mehr auf die Kreise. So, hier rüber. Dann kann der Samur den Tiermenschen hier hauen. Dann habe ich auch noch kein Glück dabei. Wir bleiben stehen. Geben ab. So, einmal die Flanke gewechselt mit dem Ball. Gucken, ob das was hilft. Ich fürchte ja nicht. Obwohl wir hier eigentlich relativ gut die Leute gebunden haben. Und hier sind halt mehr Chaoskrieger von uns. Rather like an old traditional spectacle in Estaria. I know this one. Toromania. He won't leave it alone anytime soon. Noch kommen wir hier ganz glücklich von der ganzen Sache raus. Und ich finde, es hat sich nicht gelohnt anzufangen. Aber auch weil ich so beschissen gespielt habe. Aber unsere zusätzlich gekauften Wiederholungswürfel haben sich auf jeden Fall gelohnt. So. Cartman, Frank. Wir hauen ja erstmal den aus, Krieger wieder. So, aufstehen. Aufstehen. So. Der Mischka ist auch frei. Cartman, Backfisch. Ich glaube, ich will
Wenn, dann ist ein Chaoskrieger scored. Ein Mini-Käfig hier hin. So, Backfisch hier hin. Und dann pass auf den Frank. Na, komm, pass auf den Frank. Did you see the pass, Bob? You sometimes miss the subtle interaction. Oh, Backfisch sammelt Passpunkte. Das ist gut. Alles klar. Gut, hier haben wir Plastiklöffel. Mach mal einen Einserblock gegen den. Oh, läuft. Wir haben auch noch einen Blitz. Ich glaube, den Blitz machen wir hier. Na, Blitz gegen den. Da haben wir nämlich einen Doppelwürfel. Sehr schön. Und wir folgen. Und dann haben wir hier auch einen Doppelwürfel. Und folgen hier auch. Hier haben wir einen Würfel. Ne, haben wir sogar Würfel gegen uns. Warum haben wir hier Würfel? Achso, weil er geblockt ist. Okay. Naja, dann machen wir das besser nicht. So, sieht gut aus für unseren Touchdown. Wir versuchen den natürlich so lange wie möglich herauszuzögern. Ja. Ich bin auch schwer gespannt auf die anderen Rassen, die rauskommen sollen. Weil ich auch ein bisschen enttäuscht bin von dem Modeling der einzelnen Spieler bei den... vieles sieht relativ gleich aus. Na gut. This player, the attacker, smells weakness. Grafik ist schon besser als beim ersten Teil. Aber es wäre auch schade gewesen, wenn nicht. Sieht nicht gut aus mit den armen Frank hier. Nee, ist nicht der Frank, ist ja der Leschrack. Frank ist ja da vorne und hat den Ball. Alles klar. Aufstehen. Aufstehen. So, er hat keine Anstalten gemacht, Richtung Ball zu laufen. Das ist gut. Hier Samoa könnte auch mal langsam, weiß ich ja. Komm, der haut den jetzt aus den Latschen und hat dann zwei Starspielerpunkte. Ah, nur gelähmt. Schade, schade. So, ich denke... wie machen wir das jetzt am coolsten? Ich glaube, ich will mit dem Franken Pass schmeißen. Dann gehe ich nämlich mit dem Mischka hier hin. Der ist nämlich der ideale Empfänger mit Agility 4. Dann gehen wir hier hin. Und... passen den Ball auf den Mischka. Ja gut, ich kann ihn jetzt nicht wieder so ohne weiteres zurückgeben. Das habe ich natürlich jetzt wieder mal nicht bedacht. Das ist mal wieder ziemlich dumm vom Koali. Naja. Okay. Hier unten haben wir wieder den Einserblock. So, läuft auch heute wieder. Und folgen. Gelähmt, perfekt. Er ist dann nächste Runde frei. So, und dann versuchen wir mit einem Blitz den Chaoskrieger hier noch von den Latschen zu holen. Wiederholungswurf. Ja, okay. Hierhin natürlich und folgen. Sehr gut, K.O. Das hat sich gelohnt, der Wiederholungswurf.
Jo. Puh. Dann hatten wir hier jetzt noch ein Doppel. Ja, machen wir dann nochmal. Und auch der muss raus. Komm, 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 komm. Und immerhin gelebt. Alles klar. Gut. Ich lenke jetzt die hier, wie wenn jetzt gleich hier rüberlaufen. Und da sind sie auch schon unterwegs. Zweite. Noch ist kein Blitz angesagt. Macht er oder macht er den Blitz? Er macht gar nichts. Er läuft da irgendwo in die Gegend. Okay. Mit unser Chaoskrieger, der Lestrak ist das, glaube ich, aus den Latschen gehauen. Zumindest zu Boden geschickt. Mit einem Blitz sogar. Total sinnlos. Come on, guys, together. Okay, es sieht gut aus. Mit den beiden da werden wir, glaube ich, fertig. Alles klar. Gut. Der ist frei, der wird hier nochmal zur Unterstützung nach oben gezogen. Der gute Engel. Wieder aufstehen. Aufstehen. Und auch hier der Lestrak aufstehen. So, Samur. Come on, guys, together. Genau. Du hast es erfasst. Und voll. K.O. Perfekt. Alles klar. So, dann versuchen wir hier den Starspieler mal ein bisschen zu blocken mit dem Koriminus. Alles klar, klappt auch. So, den versuchen wir zu blocken hier, wenn er wieder aufsteht. Okay. So, jetzt heißt es mit Cartman den hier wegtackeln. Okay, schieben wir nur beiseite. Bleiben dann stehen. Den schieben wir zur Seite. Folgen. So. Machen wir jetzt schon den Touchdown oder machen wir das nicht? Wir passen auf ihn. Sehr gut. Dadurch hat der Mischka jetzt 12 Punkte. Und machen wir den Touchdown? Ja, komm, wir machen den Touchdown. Frank, einmal Touchdown. Touchdown. Halftime just around the corner. The game is getting interesting. And it's gone. The match is launched for real. Sehr schön. Ich frage mich ja, ob man unsere Cheerleader auch irgendwo sehen kann. Denn im ersten Teil konnte man ja die Cheerleader der einzelnen Teams sehen. Wir haben noch, meine ich, einen gekauft. Hm, strange. So, der Bero steht wieder vorne in der Linie, zusammen mit dem Frank und dem Samur. Das sieht ganz gut aus. So, aber hier den Lestrak, den müssen wir wieder einwechseln. Wo ist denn der Umbreon? Hier. So. Umbreon darf nicht mitspielen. Wenn er ist zu stark verletzt. Alles klar, Einstellung behalten. Okay, es könnte jetzt wehtun. Wir kommen wieder einen Wiederholungswurf. Das ist schön. Also sie haben jetzt zwei Züge, um einen Touchdown zu machen. Ich glaube nicht, dass er das schafft. Das wäre schon sehr, sehr strange, wenn er das schafft. Allerdings kriegt er auch den Ball in der nächsten Halbzeit zuerst. I
Der Gobbo holt sich den Ball. Sieht schon witzig aus mit seinen Flügelchen dann. Der Grotti. Richtig was kann er können, tut er nicht. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht kommen die auch im zusammen. Das könnte natürlich auch sein. Bero ist gelähmt. Unity is strength. Nein. Der arme Bero. Das Spiel hat es übrigens geschafft, dass ich mir im Internet das mal wieder angeguckt habe, den Blood Bowl-Figuren mal so fürs Tabletop zu holen. Ich hatte mal welche. Aber ich glaube nicht, dass ich mir welche holen werde, weil es macht eigentlich nur Sinn, wenn man dann wirklich auch in der Liga irgendwo spielt. Nur fürs Regal ist das, glaube ich, auch nicht so cool. Okay. So, wir haben hier Blackfish, unterstützt mal die Leute hier gegen den Chaoskrieger. Yeah, smells like a good old fashioned fight. Schieben den mal weiter. Bleiben stehen. Und hier der Quali an die Seite. Das Durchlaufen für. Obwohl, eigentlich muss ich das Durchlaufen auch nicht verhindern, weil. Ja, läuft nicht. Ein Art Touchdown schafft er eh nicht. Ja, vielleicht mit dem Gobbo auch nicht. Eigentlich. Wiederholungswurf. Ah, Lesfrag ist heute auch nicht in Form. Irgendwie sind wir durch Eis und Schnee etwas gehandicapt. Also, kommen wir zumindest den jetzt weghauen hier. So. Hier hin. So, falls er jetzt hier irgendeine Wurf-Action versucht, dann nochmal einen in die Tackle-Zone rein, damit der Wurf erschwert wird. Und dann beenden wir den Zug. Also er könnte rein theoretisch, glaube ich, den Gobbo bis hier hinschmeißen. Oder ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man kann den... So weit kann man nicht schmeißen. Obwohl, es sind auch nur kurze Pässe möglich. Er schafft das nicht. I want to see the opposing team have a go at the ball now. Aber ich sehe schon, es ist so seine Taktik, den Gobbo her, also werfen zu wollen, aber hat er keinen Zug mehr. Ja. Weg mit dir. Plastiklöffel ist auch gelähmt. Auch unser Chaoskrieger geht aus der Tackle-Zone raus. Ich will echt wissen, ob der den jetzt schmeißt, wirklich. Wird ja mal cool sein, das zu sehen, wenn er den schmeißt. Okay, aber jetzt musst du ihn noch mal. Wenn dann schmeiß ihn jetzt. Nee, macht er nicht. Important thing. Gotta keep possession of the ball, not lose it. Strike back would be terrible. Alles klar. Gucken, ob wir das. Wir dürfen einen Blitz machen. Sehr schön. Sehr schön. Wo geht denn der Ball hin? Ach, hier. Okay. Hier haben wir doch einen Cartman. Der möchte doch bestimmt den Tiermenschen dann hier wegblitzen. Nee. Nur schieben. It looks rather like an old traditional spectacle in its style. I know this one. Toromania. Stellen wir den Mischkart einfach mal hin. Und hier den Chaoskrieger und den Koriminus zur Unterstützung da hinten hin. Damit es ein bisschen schwerer wird für ihn hier irgendwas zu machen. So den Gobbo müssen wir mal versuchen ein bisschen zu blocken mit Backfisch. So, Koali braucht noch einen Starspielerpunkt. Mal ein
bisschen mit auch hier auf die Seite. Ich hoffe, dass er ist auch dann die wirkliche Landezone von dem Ball. So, den Chaoskrieger versuchen wir auch mal ein bisschen zu blocken hier. Okay. Sehen. Und tatsächlich. Wir haben den Ball gekickt und gleichzeitig aufgefangen. Läuft. Put pressure on the ball. Can't argue with that. Haha. He's standing there drooling. Drooling. Kommt der Blitz. Okay, schade, wir verlieren den Ball direkt wieder, aber gut. Er kriegt ihn auch nicht. Robo und kleinwüchsig ausgeweicht. Aufgeweicht, wenn schon als Gobbo. Naja. Good call. Intimidation is the key. It was one of my strengths when I was still playing. Ah, he's on him now, like a halfling on a hot dinner. Oh. They've kissed the net. Bam. Tunnel. Das war auch relativ wichtig hier, weil wir stehen hier nicht so nicht so stark sonst. Okay, der Mischka, der könnte gleich den Ball aufheben, deswegen lasse ich den da mal. Und haut zuerst den Tiermensch hier. Und folgen. Sehr schön gelähmt. Hier aufstehen. Backfisch wieder zum Gobbo. Alles klar. Das gibt einen Doppelblock. Das gibt einen... Ah, Mist, das ist ein 1er Block. Oh gut, schon gehabt. Und wir bleiben stehen. So. Und wir versuchen jetzt mal... den Starspielerpunkt für Koali hier zu holen. Du holst jetzt den Ball. Hebst den auch bitte yes, auf. They picked up the ball. Sehr gut. Ey, nicht so begeistert. So, und dann den Pass auf Mischka. They pass the ball, but will it be a completion? Jawohl. Und da ist der Level up. Sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir hier noch... Also ich würde ja hier den Blitz machen. Blitz gegen den. Ah, die Blockergebnisse sind heute nicht so berauschend. Wir folgen. Alles klar. So, hier sieht es irgendwie ziemlich mies aus. Obwohl der Frank hat ja Block, das heißt, er kann den Tiermenschen hier ruhig mal versuchen, das wegzublocken. Alles klar. Folgen. So, Plastiklöffel. Ausweichen. Komm, du schaffst das. 67%. Jawohl. Läuft. Okay. Das war ein guter Zug. Da kommt der Starspieler angewackelt. Er ist jetzt natürlich ziemlich in Bedrohung mit seiner Stärke 5. Oh, der arme Corvinus. Hier haben wir inzwischen Blocken verteilt. Das ist ganz gut. Gegner allerdings auch. Und. Na. Puh. Nicht durch die Rüstung durchgedrungen. Hier nur ein Schieben. With fists flailing, he's following up, hoping to get the knockdown next time. Den Blitz hat er ja schon verwendet. Hier versucht er sich zu jetzt von der Seitenlinie aus wegzubewegen. Das ist gut. Für ihn schlecht für uns. Cartman ist auch noch gelähmt. Aber das sieht jetzt hier, also hier kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr durch. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, hier wieder auf die andere Seite rüberzukommen. Aufstehen.
Das ist der Samur hier, ne? Ja. Und hier haben wir den Frank. Der kann jetzt den hier hauen. Wir haben Block. Sehr gut. That's a strike made with technique and precision. Perfekt. So. Plastiklöffel, einmal einen Blitz gegen den. This player likes to be well assisted in a fight. Einmal wegschieben. Bleiben. Apparently wizards call that kinetic energy. Das ist noch einer von uns, der Corviminus. Bleiben wir da stehen. Ach nein! Oh Gott! Scheiße, ey, bin ich heute verpeilt. Das war richtig, richtig schlecht jetzt. Ich habe den Zug beendet. Ich habe, wollte ich noch mit den Leuten hier rüberlaufen. Oh Gott, war das kacke. Nein! Remember, you need balls to score. That looks rather like an old traditional spectacle in Estaria. I know this one. Torromania. Gott, das war so scheiße, ey. Und bis jetzt werden wir noch nicht großartig dafür bestraft. Ist gelähmt. That player is so close to a world of hurt. Also im Gegenteil, es war vielleicht sogar ganz gut, weil jetzt hat er die Flanke wieder aufgemacht hier. Der einzige, der uns im Weg steht, ist der hier. So, hier, hau den mal. Schieben. Bleiben. Schon, der steht jetzt immer noch neben dem Ballträger. Das muss Plastiklöffel jetzt richten. Sehr gut. Folgen. Well done. Now the ball carrier. Cartman, lauf mal nach vorne. Und Buckfish, unterstützt ihn mal hier vorne. So. Jetzt laufe ich hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin und hier hin. Und dann müsste ein Pass drin sein. Erstmal laufen. So, und der Pass. Another pass. This isn't my bag. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, jetzt können wir uns darum kümmern, hier noch Unterstützungen zu denen lassen wir liegen. Nach vorne. Dann können wir nämlich hier doppelt blocken. Wir haben Block er nicht. Ist klar. Alles klar. Hoffen wir, dass das reicht. Also er kann immer noch hier Richtung Ball laufen jetzt. Aber ein zweiter Touchdown wäre schon cool. Gobo. So you can block. And if that doesn't work, stab him in the face. I like this. The dung is about to hit the fan. Das war nicht schön. Wir verlieren den Ball. Not far from the end zone. Aber wir haben hier immer noch den Mischpart zum Aufnehmen des Balles. Ja, hoffen wir mal, dass er das jetzt versaut hier. Ja, er versaut es, sehr gut. Und Wiederholungswurf. Okay, er hat den Ball, schade. So, das ist der Turnover. Ne, es ist immer nicht der Beru, hat keinen Block gehabt. Ah, verdammt.
Kurinus ist K.O. Aber bei K.O. braucht man keinen Apotheker einsetzen. So. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt an den Ballträger? Wir haben jemanden in der Nähe, der den Ball relativ gut aufheben kann. Wir haben sogar zwei Leute, die ihn relativ gut aufheben können. Einfach nur ein Blitz hier reicht nicht. Das ist ein Go-For-It, das würde ich eher nicht machen. Er braucht kein Go-For-It, muss aber ausweichen. Dann kann ich auch gleich mit dem Lesrak ausweichen. Das ist dieselbe Chance. Okay, dann kann ich mit dem Lesrak auch versuchen... den Blitz kann ich nicht mit ihm machen. Ich lebe hier. Sehr schön. Okay. Koali unterstützt mal gleich hier vorne. So. Dann mache ich den Blitz mit ihm und versuche dann mit dem Cartman aufzunehmen. Oder mache ich den... Nee, ich mache den Blitz mit Cartman, weil der hat Block. Komm, Cartman. Schaffst du. Sehr schön. Es ist immer wieder dieser Bug. Ich habe eindeutig auf das Feld geklickt und der schiebt ihn jetzt nach da. So, der Ball geht nach da. Okay, wir laufen dann neben dem Ball, damit wir den ein bisschen sichern. Der Mischka kommt nicht an den Ball dran, aber zumindest neben dem Ball. Also das mit den Go-For-Its während dem Schneesturm ist ein bisschen risky. So, hier haben wir noch jemanden, der aufstehen kann. Der gute Engel. So, haben wir hier... haben wir noch einen Zweierblock. Sehr schön. Bleiben. Okay. So, und jetzt kommt alles drauf an, ob Backfisch hier ausweichen kann auf 67%. Dann den Ball aufgehoben bekommt. Und dann kann sie sogar den Touchdown machen. Alles klar. Okay, das Ausweichen ist schon mal nicht geklappt. Wir haben einen Wiederholungswurf. Läuft. Aufheben. Und Touchdown. Gute Aktion. The halfway point of the game. If the losers are gonna make a move, they need to do it now. We're about to start the next round. Noch vier Züge. The KO'd players have woken up. Lazy git. Possession is the key to winning. So, wer ist denn hier? Der Kuriminus wollte nicht aufstehen. Das heißt, der Umbreon ist jetzt im Spiel. Gibt Schlimmeres, ne? Aber müssen wir ein bisschen auf ihn aufpassen. Der ist anfällig. So, jeder Spieler von Team Savage Crushers, der sich nicht in der Tackle-Zone befindet, kann auf Feld bewegt werden, auf dem der Ball landen wird, sobald es frei ist. So. Oh, er macht das mit dem Starspieler. Okay. Ja, der fängt den Ball nicht. Ja, das ist jetzt auch nicht so wild. Das ist ja total strange, also die Starspieler sammeln natürlich auch keine Starspielerpunkte, weil die sind Star, die heuert man für ein Spiel an. Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja. Jetzt holt er sich doch den Ball mit dem. Allerdings ganz hinten. Das ist schon mal ganz gut. Der Schneesturm verhindert auch, dass er lange Pässe spielt. They're gathering around that lone player, like halflings round a sandwich. Frank ist verletzt. Das ist nicht gut. Hoffentlich nichts Schlimmes. Keine langfristigen Auswirkungen. Ja, ist okay. Puh, ich hatte schon Schiss. Okay, dafür, aber er steht uns jetzt die nächsten vier Spielzüge nicht mehr zur Verfügung.
Allerdings glaube ich auch nicht, dass der Gegner in den 4 Spielzügen noch 2 Touchdowns schafft. Das heißt, wir müssten eigentlich den Sieg relativ sicher haben. So. Machen wir einmal einen Blitz. Jawohl, weg mit dir. Und dann einmal Richtung Ball. Auch der Mischka Richtung Ball. Auch der Lesrak Richtung Ball, aber noch neben den Tiermenschen hier. So. Der Umbreon kurvt hier einmal die Tiermenschen. Und auf der anderen Seite werden wir auch Druck auf den Ballträger aufbauen, indem wir uns Richtung Ball bewegen. Und der Engel macht, setzt mal den Gobbo unter Druck. Das schafft er gerade noch so. Plastiklöffel lassen wir ein bisschen im Backfield, falls dann doch irgendwo einer durchbricht. Und beenden den Zug. Bin ich gespannt, was er da hinten mit dem Ball macht. Also es kommen 5 Spieler von mir auf ihn zu. 6 mit dem Lesrak. Er läuft neben den Starspieler, der natürlich das Problem ist mit seiner Stärke 5, aber gegen 6 Spieler kann er jetzt auch nicht so viel machen. Wird das ein 1er-Block-Versuch? Also ein 2er-Block-Versuch. Okay. Er muss auf den Rückzug. Come on, guys, together! Und am Ende des Tages ist der hier auch einfach nur einer, ein Prügeltyp. Und wenn man einen von uns neben ihn stellt, dann kann der ihn auch nicht mehr unterstützen, den Ballträger. Sehr schön. Das ist ein gutes Ergebnis. So, mehr Tiermenschen neben meinen Chaoskrieger. Yay. So. Okay. Weiter Richtung Ball. Umzingelt ihn. Wir gehen noch einen weiter nach vorne. So, der Lesrak kaut mal den Gobbo. Bleib stehen. Schade, dass der ausweichen hat. So, aufstehen. Aufstehen. So, hier kommt mein Blitz. Unity is strength. Wiederholungswurf. Ah, es hilft nichts. Er hat Blocken sogar. Das ist ganz schlecht. Okay. 4 Leute als Druck auf den Ballträger. Er hat hier aber Leute, die jetzt nachrücken. Da kommt der Blitz vom Starspieler. Ist auch okay. Hoffentlich nichts Schlimmes. Der Knochenbrecher. Aber gut. Puh. Noch sieht alles gut aus. Wir kommen an den Ball dran momentan. Der 1er-Block von ihm klappt auch. Schade. Engel wird nur geschoben. That player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before a fall. Lesrak geht zu Boden. Das
ist der Tiermensch frei, um nochmal mit nach hinten zu laufen. Ich hoffe, dass er hier irgendwie mit hinläuft. Wir machen das oben schon so ein ziemliches risky Spiel, aber... Und, Wiederholungswurf, war geschafft, okay. So, wir machen hier einfach mal eine große Aufsteherei vor dem Herrn. Aufstehen. Auch hier aufstehen, das nimmt ihm jetzt hier die Tackle-Zone, sehr gut. So, und jetzt Cartman, tu was du am besten kannst. Block den Maulträger um. Sehr gut, er verliert den Ball. Und Cartman folgt ihm auch. Und das ist der Touchdown für Mischka, würde ich sagen. Yes, und Level. This looks like the end. Perfekt. Puh. 3-0. Who is the best Chaos Team in the League? Aber wir wissen gar nicht, was da sonst für Chaos Teams rumlaufen. Ich müsste gleich mal irgendwie nach dem Spiel mal gucken, ob es irgendwo eine Tabelle oder sowas gibt. Despite being in the lead, this team now has to kick the ball to the losing squad. They'll want to get it back as soon as they can. Ein Zug noch. Mischka nach vorne halte ich für ein Gerücht. Den können wir nach vorne stellen. Den Bero, der gehört da eigentlich hin. Aber in die Mitte. So. Und schauen wir mal. Der Gobbo direkt vom Bero. Also Bero, wenn du jetzt mit dem Gobbo umgehauen wirst, ja, dann wir bekommen wieder einen Wiederholungswurf. Es könnte sogar passieren, dass er von dem Gobbo umgehauen wird. Ja, das 3-0 ist nur, weil wir diese eine Blitzaktion hatten. Das war ein bisschen Glück. Und dann auch noch der Ball genauso abgesprungen ist, dass wir den fangen konnten. Aber die Agility 4 bei Mischka hat sich auf jeden Fall schon ausgezahlt. That's a holding maneuver, if ever I saw one. They picked up the ball. I suppose I should say something. Bero, du wirst dieses Spiel nicht von einem Gobbo niedergehauen. Aber von einem Tiermenschen. Unsere Chaoskrieger werden auch geschlagen und gemobbt. Aber wir werden jetzt gleich nichts mehr machen. Es gibt eigentlich keine große Chance, dass wir noch Starspielerpunkte sammeln. Dafür müssten wir einen verletzen und das ist relativ unwahrscheinlich. Komm, wir machen noch ein paar Blocks hier. Die Umbreon. Ja, klappt nicht. So. Machen wir auch einen Blitz mit dem Samur. Oh, es war so ein ganz schlechter Blitz. Team Spirit is the key. Well, except for me, obviously. So. Folgen. Der Lesrak haut auch nochmal zu. Schafft auch nichts weiter. Und dann beenden wir das ganze Trauerspiel auch und gewinnen 3-2.
Yay! So, wiederholen das. Yeah, okay. Neuer Fanfaktor. Backfisch hat auch ein Level abgekommen, weil sie Star des Spiels ist. Ja, finde ich aber auch gerechtfertigt, aber sehr gut. Cartman hätte es eigentlich auch verdient gehabt. Aber das ist halt zufällig, ne? Hätte auch den Umbreon treffen können. So. Backfisch, 10 Starspielerpunkte in diesem Spiel gesammelt, also schon verdient. Jo, läuft. So, schließen. Und kann man sich das eigentlich irgendwo angucken hier? Bronzeliga. Spielplan, Bestenliste. Ah, hier kann man das sehen, okay. Es sind noch 2 weitere Chaos-Teams in der Liga. Okay. 3 Orks, gegen die haben wir, glaube ich, alle schon gespielt. Ein Skaven-Team haben wir noch. Das wird auch interessant. Hochelfen, gegen die haben wir schon gespielt. Gegen Dunkelelfen haben wir schon gespielt. Das heißt, wir müssen nur noch gegen die 3 Teams hier spielen. Und wen spielen wir als nächstes? Nee, noch ein Chaos-Team. Okay, alles klar. So. So. Schauen wir doch mal auf unsere Spielerliste. Wir haben ja einige Aufstiege hier. Der Ali ist aufgestiegen. Und hoffentlich würfelt er was Gutes. Eine 8. Also eine normale Fähigkeit. Da geben wir ihm Blocken. This circle of happy serenity. Aren't they a bunch of happy clappies, Jim? I wouldn't like to use the word cult, Bob, as that has certain tax exemption implications. So, Backfisch. Stufeaufstieg. Oh, perfekt. Geschicklichkeitsplus. Kriegen wir das hin? Eigenschaft. Gewandtheit plus 1. Und 3 Hände. Das ist perfekt. Richtig, richtig gut. Super. Geschicklichkeit 4 und zusätzliche Arme ist schon nicht schlecht. Was macht er das nochmal hier? Aufheben und fangen. Ja, perfekt. Backfisch als Fänger und Ballaufheber. Super geeignet jetzt. So, und der Mischka, der ja schon Geschicklichkeit 4 hat, dem könnten wir jetzt auch noch extra Arme geben, wenn er was würfelt. 5. Sollen wir dem auch extra Arme verpassen? Oder machen wir mit dem das was anderes? Ballgefühl. Nee. Mutation, was macht er das? Den zusätzlichen Arm? Okay, also Backfisch hebt jetzt den Ball auf jeden Fall immer auf eine 1 auf, weil sie hat Agility 4 und damit nimmt sie den Ball generell auf die 2 auf, mit den zusätzlichen Armen auf die 1. 1 ist halt immer verpatzt, aber gut. Ja. Es macht nicht viel Sinn, zusätzliche Arme und Geschicklichkeit 4. Der Spieler ignoriert Modifikatoren für gegnerische Tackle-Zonen oder starken Regen, wenn er versucht, den Ball aufzuheben. Auch nicht schlecht. Störendes Wesen. Nee. 2 Köpfe. Plus 1 zu allen Ausweichenwürfen. Das wäre auch nicht schlecht mit Geschicklichkeit 4. Abstoßendes Aussehen. Ich bin mir nicht so sicher, was wir mit dem Mischka machen sollen. Wir haben jetzt 2 Geschicklichkeits 4 Leute. Wir müssen gucken, dass wir die irgendwie so ausrüsten, dass es halbwegs 2 Köpfe, so ein richtiges Ausweichenmonster. Der hat dann Agility 5 beim Ausweichen. Das heißt, er kann durch alle möglichen Tackle-Zonen einfach durchlaufen. Tschuh, es ist schwierig. Geben wir dem Mischka einen zweiten Kopf? Ha, ich weiß nicht. Oder doch blocken.
Blocken ist halt auch... Komm, ich geb ihm Blocken. Das Sicherste und wird auch immer in jedem Spiel gebraucht. Und das mit dem Ausweichen, er kann mit Geschicklichkeit 4 eh schon gut ausweichen. Und die Mutation kann ihm immer noch geben. Und Blocken hilft ihm einfach zum Überleben. Okay. So, wir haben 60.000. Kriegen wir davon irgendwas? Spielerliste? Ich glaube ein Tiermensch, aber gut, nee, den wollen wir uns kein extra Tiermensch kaufen. Als nächstes sparen wir auf den vierten Chaoskrieger, würde ich sagen. Dafür brauchen wir noch 40.000, das sollten wir hinkriegen. So. Und das nächste Spiel geht dann gegen die Marauding Shredders. Können wir uns die eigentlich mal angucken? Wir gucken uns die mal an. Die haben hier einen Tiermensch mit Block. Was kann der? Der hat einen Tiermensch mit mehr Rüstungswurf. Das interessiert uns eigentlich nicht. Dann haben wir einen Chaoskrieger mit Blocken und Klauen. Der ist hart. Der tut uns weh. Der tut uns richtig weh, weil die Krallen, wie gesagt, hier durchbricht jeden Rüstungswurf von 8 oder höher. Das ist schlecht für unsere Chaoskrieger. Also auf den müssen wir tierisch aufpassen. Dann haben wir noch einen Chaoskrieger mit Blocken. Und sonst sind sie alle relativ normal unterwegs. Ich denke, wir sind da auf jeden Fall gut für gerüstet für dieses Match. Vor dem Chaoskrieger mit Klaue und Blocken habe ich ein bisschen Angst, aber gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal gegen die Marauding Shredders. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.